Und willkommen zurück in meiner Garage/Werkstatt. Wie ihr gerade schon sehen könnt, es geht heute um die Blinker. Ich habe ja schon mal angesprochen, dass ich die austauschen werde. Hier sieht man auch den Grund. Hier habe ich schon mal abgebaut. Die Funzel mache ich mal eben weg. Ja, hier sind Löcher. Aha, ich könnte heulen, wenn ich das sehe. Aber diese Löcher sind der Grund, weshalb ich halt mir dieselben Blinker nochmal geholt habe, nur halt als LED. Hier sehen wir sie schon, das ist halt der alte. War ja auch wieder super wasserdicht, also da ist ja überhaupt kein Schlamm drin. Hier haben wir diese orangene Kappe, ne, weiße Birne, orangene Kappe. Und hier die neuen LEDs, genau andersrum. Orangen LEDs, hoffe ich zumindest, ich habe sie noch nicht getestet. Weiße Kappe. Das heißt, ich habe theoretisch jetzt sogar hier Ersatzteile. Wenn die mal kaputt gehen, könnte ich auch theoretisch die Orangen wieder drauf machen. Wird kein Schwein merken. Ja. Genau, die werde ich jetzt austauschen. Und dann muss ich noch das Relais wechseln. Keine Ahnung, ob das hier noch hinterkommt. Denke ich mal, ist ja eigentlich keine große Sache. Ich muss nur erst rausfinden, wo das ist. Den Vorteil, den ich hatte, die Blinker hatten tatsächlich auch schon diese Super Seal Stecker. Das heißt, die konnte ich dann relativ simpel auseinandernehmen. Zu den Super Seal Steckern kann man auch sagen, ich bevorzuge die halt, die sind wasserdicht, lassen sich wieder auseinandernehmen, weil wie gesagt, diese Kabel, das war halt hier durch dieses Loch, jeden bescheuerten Stecker kriegt man da halt nicht durch. Diese Superseal-Stecker, die kann man halt auseinandernehmen und kann die wieder da durchschieben, deswegen benutze ich die halt immer. Was ich übrigens gemacht habe, um die auseinanderzunehmen, man kann sich natürlich Spezialwerkzeug holen, kostet scheiße viel Geld. Man kann aber auch einfach, ich habe davon zwei Stück, eine habe ich halt vorne abgekniffen, ja komm, genau, abgekniffen, so dass dort die Spitze auf einer Seite ist, dass man halt schön am Rand entlang schieben kann, um irgendwo hinterzukommen. Und bei der einen habe ich halt dieses stumpfe Ende umgebogen, so dass man halt schön diese roten Plättchen rausziehen kann. Ne? Man muss halt hier am Rand durch diese kleinen Spalten hier da schön reingreifen, dann kann man die rausziehen und mit diesen Spitzen drückt man dann nachher hier drin. Warte, ich mach mal Licht an, vielleicht sieht man es dann, ja. Da ist so ein kleines, wenn ihr das da fokussiert kriegt, da so ein kleiner Pin, den schiebt man dann zur Seite und dann kann man die wieder nach hinten rausschieben. Also, wer die kennt, wird wissen, warum die geil sind. Wer nicht, sollte sich überlegen, ob er sich damit mal befasst und alle seine Stecker, die ja so regelmäßig mal, also die, wo er mal dran geht, auf die umrüstet. Es lohnt sich. Ja, und dann kann ich quasi jetzt einfach, muss ich quasi einfach nur diese Stecker hier hinten an die neuen dran machen und kann dann quasi, also diese Pole ersetzen durch diese, die hier schon dran sind. Ja, okay. Und dann kann ich das quasi eigentlich genauso wieder zusammenbauen, wie es vorher war. Also mit demselben Stecker ist überhaupt kein Problem. Bezüglich dem Schlamm, der drin ist, wie gesagt, das sind ja dieselben, nur als LED. Da werde ich wahrscheinlich gleich noch ein bisschen rum experimentieren mit Sikaflex oder Motordichtmasse, dass da vielleicht jetzt nicht so viel Schlamm reinkommt wie bei den alten. Aber ja, wie gesagt, das ist ja hier nur so eine olle Birne. Das ist ja nicht ganz so wasserempfindlich, wie wenn man das jetzt sieht. Ich glaube, wenn da so viel Wasser und Dreck drauf kommt, machen die das nicht so lange. Deswegen werde ich gucken, dass ich die auf jeden Fall wasserdicht kriege. Sind halt leider nicht serienmäßig wasserdicht. Wie gesagt, die haben nur diese Gummilippe, dass die auf Dauer nicht hält. Vor allen Dingen von unten sind die halt überhaupt nicht dicht. Und das ist ja immer hier direkt über dem Reifen. Da spritzt der ganze Scheiß ja von unten gegen. Dass da natürlich Schlamm reinkommt und sich hier drin sammelt, ist natürlich klar. Deswegen werde ich da auf jeden Fall gucken, dass ich das irgendwie wahrscheinlich mit Motordichtmasse, weil die klebt nicht so gut auf Kunststoff, das heißt, die kriegt man auch immer wieder rückstandslos ab. Bei Sikaflex ist das ein bisschen problematischer. Silikon ist nicht so meins, Silikon wird so schnell brüchig und schließt auch nicht so.
geil, aber so das Wasser, das schiebt sich da immer noch zwischendurch. Deswegen bin ich halt ein Fan von Sikaflex bei Sachen, die nicht wieder gelöst werden müssen, und Motordichtmasse bei Sachen, die auch rückstandslos wieder entfernt werden können, weil ja, habe ich halt gute Erfahrungen mitgemacht, muss aber jeder selber wissen. Ja, dann werde ich das jetzt mal alles soweit vorbereiten, die Stecker hier ändern, also die Pole ändern, und dann kann ich das eigentlich schon wieder zusammenbauen. Und die neuen Blinker sind fertig. Die Superseal-Pole sind dran. Ich habe noch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man sowas genau nennt, so ein Kabelschlauch drumherum gemacht als Schutz. Ich habe hier, meine Güte, was ist denn mit dem Fokus los? Da die ganzen Löcher, die auf der Unterseite waren, zugemacht mit Motordichtmasse, genauso wie den ganzen Rand. Sieht zwar natürlich nicht mehr ganz so schön aus wie vorher, aber das sollte auf jeden Fall dicht sein. Und ja, jetzt werde ich die mal verbauen, die Stecker dran stecken, und dann sollte das auch alles funktionieren. Und die neuen Blinker sind verbaut. Schön in weiß. Und ich muss sagen, also es sieht besser aus, als ich gedacht hätte. Also ich finde, jetzt so ein ganz schwarz-weiß sehen die deutlich dezenter aus. Fallen schon fast gar nicht mehr so auf. Also mich stören sie immer noch wegen den Löchern, die halt deswegen in der Verkleidung sind. Aber es fügt sich doch schon ins Design mehr ein als diese orangenen Knubbel, die da waren. Ja. Ich habe hier Stecker auch alle wieder fertig, zusammen schon. Müssen nachher nur noch mal mit Kabelbinder irgendwo neu verlegt werden, aber das mache ich erst, wenn ich die Stecker für die Scheinwerfer neu habe. Da kommen ja auch noch diese Superseal-Stecker dran, damit ich die halt schneller ab und dran knopfen, ja klar, ab und dran machen kann, wenn ich Verkleidung abbauen will. Jetzt müssen wir uns noch ums Relais kümmern. Ich habe mir schon gemerkt, wenn man jetzt mal testet, also schneller blinken tun sie halt immer noch, weil ich brauche halt noch das neue Relais für die LED-Blinker. Aber die äußerste Reihe auf beiden Seiten leuchtet durchgehend. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Da mangelt es dann auch wieder an meinen Elektrikerfähigkeiten, um sowas deuten zu können. Ich vermute, also ich hoffe, dass es mit den Relais zusammenhängt. Vielleicht ist das dann weg, wenn das Relais ausgetauscht ist. Das werden wir dann sehen, wenn es gemacht ist. Ansonsten, also mich stört es nicht. Ich würde mich wundern, wenn den TÜV das stört. Und es ist ja nur für den TÜV. Ich meine, ich fahre ja keine Straße mit der. Ich brauche die Dinger ja eh nicht. Also, schauen wir mal, tauschen wir mal das Relais.